Juhu, liebe Zocker und YouTuber, wir sind wieder in Star Citizen unterwegs und ja, es gibt wieder was zu zeigen. Also ich würde wieder gerne mal ein paar Sachen ausprobieren. Unter anderem hat der neue Subscriber-Monat angefangen und dafür haben alle Subscriber, sagen wir mal, die Gelegenheit, die Herkules-Serie Probe zu fliegen. Die C2 und die M2 ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber den Bomber A2, den würde ich gerne mal ausprobieren gleich. Und ja, außerdem haben die Subscriber, ich weiß gar nicht, eigentlich ist das peinlich, das zu zeigen, etwas Merkwürdiges bekommen als Subscriber-Flair. Und das ist ein Herkules-Starlifter-Plushie, also ein Kuschel-Herkules, keine Ahnung, ein Herkules-Kissen und ein M2. Wo ist mein A2-Kissen? Wie unterscheiden die sich? Warte mal, kann man die in die Hand nehmen? Ich will die in die Hand haben. Was mache ich jetzt damit? Wie kann man die denn? Keine Ahnung. Ich will die jetzt hier in die Hand nehmen, bitte. Ach, da ist es. Was ein schönes, darf ich mal bitte. Ist das blöd. Ja, Moment. So, bitte sehr, das ist das Kuscheltier. Ich versuche es gerade irgendwie zu drehen. Ich kann ja mal in die Außenansicht gehen, warte mal. So, ja, hier, das ist das C2-Kuscheltier. Ich weiß nicht, was man damit macht, ehrlich gesagt. Aber wir haben es auf jeden Fall. Warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier wieder zurück ins Menü, bitte? Hier, können wir das mal bitte nicht drop, place, carry. So, hier, geh mir doch aus dem Licht, Mann. So, jetzt packen wir das tolle Ding wieder zurück, weil sowas Wertvolles möchte man natürlich definitiv nicht verlieren. So, ja, irgendwann werden diese, wir haben ja auch noch, warte mal, wir können ja nochmal kurz zeigen. Irgendwann werden diese Deko-Objekte, die wir jetzt hier haben, also hier auch die Pinguine, was ist das überhaupt? Das ist ein Placeholder, wir haben eine Menge Placeholder hier. Das werden diese Deko-Objekte, die werden wir natürlich, Midas Fisch, die werden wir natürlich irgendwo im Hangar, in unserem personalisierten, der ja demnächst kommt, dann aufstellen können. Und dann habe ich da, ich weiß auch nicht, warum ich eine Rosa-Frucht habe. Dann kann ich kann ich meinen Hangar mit Plüsch-Sachen voll müllen, aber bis dahin, keine Ahnung, was wir damit machen. So, jetzt holen wir uns mal hier die A2. Wie gesagt, das sind nicht alles meine hier, ja, das sind alles hier nur so Probefluggeschichten. So, und dann nehmen wir uns natürlich mal, wo ist denn die A2 da oben? Dann nehmen wir uns mal den Bomber, den ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert habe. Also die C2, die M2, ich glaube, die A2 bin ich schon mal geflogen, aber ich habe mir die noch nie richtig angeguckt und das würde ich gerne mal tun, weil ich glaube, die A2, nein, du denkst nicht darüber nach, nein, machst du nicht. Die A2 ist ein interessantes Vehikel, damit könnte man sich mal bespaßen. Nicht nur wegen den Bomben, sondern weil das Ding auch ordentlich Kanonen hat. Das werden wir aber gleich sehen. Wo zum Henker ist das Ding? Da, Hangar 4. Meine C2 habe ich ja eingeschmolzen. Die ist ja mittlerweile eine Odyssee. Beziehungsweise die C2 und ordentlich Mammon ist natürlich jetzt eine Odyssee. Die A2 würde mich ehrlich gesagt nochmal reizen, zumindest in-game zu kaufen. Einfach weil, nicht weil sie so viel Laderaum hat, hat sie ja relativ wenig. Zeigen wir das mal? Ja, komm, wir zeigen das mal. Ach, das geht ja hier nicht. Ich muss mit dem Aufzug rauffahren. Sondern weil sie halt außer den Kanonen halt auch immer noch die Möglichkeit hat. Also die hat irrsinnig viel Kanonen. Ich zeig das mal kurz. Hier eine. Da eine. Ich glaube, das sind jeweils S5er. Dann haben wir hier, glaube ich, eine S4er, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir unterm Flügel nochmal jeweils zwei, ich glaube, das sind auch S4. Dann haben wir unterm Kinn auch nochmal eine, ich glaube, das ist S5. Also da sind so viel Wumsen unten drunter, damit kannst du wirklich ordentlich rumbrettern. Dazu passen halt noch zwei Fahrzeuge von einer Tonkgröße oder Ballistagröße rein. Auch wenn man dabei durch die Wand fährt, das ist vollkommen okay.
Der einzige Nachteil bei dem Ding, gepanzert ist es auch ohne Ende, angeblich. Der einzige Nachteil an dem Ding, es passt nicht ganz so viel Ladung rein, wegen diesen Oschis hier. Wegen diesen Bömpchen. So, ich gehe jetzt mal hier rauf. Ich dachte, ich gehe jetzt mal hier rauf. Passen, glaube ich, nur 200 und ein paar zerquetschte, 250, 260, keine Ahnung, was da reinpasst. So, erstmal starten wir aber. Also die hätte mich glatt nochmal gereizt, so als Zwischending zwischen der Redeemer und der Polaris, aber das zeigen wir gleich mal ausführlich. So, wo haben wir sie denn? Da. Einmal starten, bitte. You are clear to launch. Ich bin clear to launch. Ich mach erstmal U. So, andererseits wüsste ich nicht, was ich einschmelzen wollte. Weil von sich aus kostet das Ding, glaube ich, 700 Dollar oder Euro, keine Ahnung. Da müsste höchstens was dran glauben und da wüsste ich ehrlich gesagt nicht was. Die Carrick bleibt, die Odyssey bleibt. So, komm. Ist gut, ist gut. Raus die Kiste, sehr schön. So, erstmal fliegen wir auf die Tagseite oder wir fliegen erstmal irgendwo hin. Hatte das Ding nicht noch hier... Achso, das sind die. Okay, alles klar. Kannst du wieder einklappen. Thank you. And please visit again. So, und jetzt fliegen wir erstmal irgendwo hin, wo wir uns das Ding ordentlich angucken können. Und zwar Magda ist eigentlich immer eine gute Idee. Magda mag ich. Da. Zack. Und da müssten wir auch auf der Tagseite ankommen. Zip. So, komm mein Guter, meine Guteste. Und jetzt sehen wir unten drunter, ne? Wir haben ganz, ganz außen unter den Flügeln zwei einzelne Wumsen. Wir haben so in der Mitte hinten, oder sagen wir mal links und rechts hinten zwei Doppelgeschütze und in der Mitte noch ein Doppelgeschütz. Ich glaube, die zwei links und rechts, also die zwei Doppelgeschütze sind, glaube ich, soweit ich das sehe, müssten S5er sein und das müsste hier vorne unterm Kinn müssten auch S5er sein und die der Pilot zur Verfügung hat, die oben drauf sind auch nochmal, also der hat ordentlich Kawumski, also von der Kanonen-Firepower, denke ich mal, kommt der durchaus in Richtung Hammerhead. Weiß, wie gesagt, die Größe weiß ich nicht, aber wir können ja mal gucken. Ich halte mal kurz an, damit wir mal ganz kurz schauen können, was der für Wumsen hat. Dreht denn der sich so komisch? Hör doch auf mich, dich zu drehen, mein Freund. So, einmal aufstehen, bitte. Also, wie gesagt, der Pilot hat zwei nach vorne gerichtete Wumsen. Dann hat hier, das müsste das Kinngeschütz sein. Also unterm Kinn. Und das müssten auch S5er sein. So, Power on. Ja, war richtig. Komm. Wo war es? So, und irgendwo müssten wir jetzt in das Türmchen reinkommen. Hallo? Ich weiß nicht, wie ich in den Turm reinkomme. Mir unklar. Power finde ich, aber ich finde den Turm nicht. Da, Enter Remote Turret. So, das ist in der Tat, ja, unterm Kinn. Eigentlich habe ich das Ding, ach so, es ist wieder, warte mal, ich muss mal wieder aussteigen. Ihr seht, ne, ich habe null Dings drinne. Das heißt, ich muss mal ganz kurz Power off. Power wieder on. So, und jetzt können wir nochmal reingehen und gucken. Jetzt haben wir auch Wumsen. Das müssten auch nochmal S5er sein. M6A oder sind es S4er? Was sind denn M6A? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es mir bestimmt sagen.
So, aber selbst wenn es nur Vierer sind, ja, gucken wir gleich mal rein. Ein ordentliches Ding. So, und wo, wie werden die ganzen Geschütze unterhalb des Rumpfes bedient? Können wir ja auch nochmal reingucken. Die werden in einem sehr witzigen Abteil bedient, nämlich, ich glaube, hier. Turrets, genau. Und da sehen wir dann schon, hier haben wir 1, 2, 3, 4 Sitze für die unteren 1, 2, 3, 4 Kanonen. Genau, wir können ja mal gucken, das ist einer. Könntest du mal aufhören, dich so komisch zu drehen? So, mach mal. Power on. So. Und dann muss man mal gucken, wo man das Ding da... Enter Remote Turret. So, der ist jetzt auch schon wieder kaputt. Warte mal. Power on. Power on. Ja, jetzt muss ich noch den... Also, das ist natürlich ein Akt hier zu finden, wo denn der Remote Turret ist. Ich hätte gesagt, hier so irgendwo. Aber da ist er nicht. Ich habe ihn irgendwo gesehen vorhin. Aber... Nee. Ist weg. Kannst dich auf den Kopf stellen. Kannst dich auf den Kopf stellen, der Remote Turret ist weg. Oder sind es diese Knöpfe? Ah, diese Knöpfe sind es. Okay, jetzt haben wir auch wieder Zugang. So, das ist einer dieser einzelnen Türme. Ja. Den haben wir, glaube ich, auf der linken Seite auch noch. Das ist so ein bisschen witzig verteilt. Das ist der linke, das ist der rechte Turm. So, dann haben wir noch die, die nach hinten gerichtet sind. Das müssten die zwei Doppeltürme sein. Erstmal den Kopf in den Nacken geschmissen. So, da an. So, der ist auch schon wieder kaputt. So, jetzt. Ja, jetzt haben wir sie. So, da seht ihr, das ist der untere Geschützturm. Also, die hat ordentlich Wumms. Die anderen zwei brauchen wir jetzt nicht ausprobieren. Kann man also hier allein in diesem Raum 4 Leute beschäftigen. Die, das mag der Nachteil sein, die natürlich alle nach unten ausgerichtet sind, alle nach unten orientiert sind, von den Geschützen her. Also entweder, ich denke mal, das Ding eignet sich durchaus für einen Raumkampf, wenn der Pilot immer darauf achtet, dass das Bäuchlein nach unten ausgerichtet ist. Also, dass das Bäuchlein dem Gegner gegenüber ausgerichtet ist. So, und jetzt fragt man sich, wer bedient den zentralen unteren Turm? Ich glaube, das müsste der hier sein. Der hat, glaube ich, auch, also der Co-Pilot, der hat, glaube ich, auch Zugriff auf einen oberen Turm, auf den einzigen oberen. Ja, der hat nämlich hier diese zwei Türme. Er bedient immer beide gleichzeitig, also da nicht wundern. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal wieder einen Power-Knopf finden, der natürlich dann auch wieder nicht da ist. Wo ist denn der dusselige Power-Knopf? Ich gehe einfach mal in den Turm rein und guck mal, wo wir da sind. Jawohl. Und da sehen wir, wir sind jetzt zwar auf dem oberen Turm, also sind nach oben ausgerichtet, aber der untere Turm ist da auch mit dabei. Wenn ich den Power-Knopf finde, kann ich euch das zeigen. Aber da kommt irgendwas angeflogen. Irgendwas fliegt da. Wo ist denn hier der Power-Knopf? Ich hasse euch. Ich hasse euch wirklich. Man muss sagen, ich hasse euch. So. Nee, der Power-Knopf ist... Also sowas... Da muss man am Anfang erstmal überlegen, wo denn der sein könnte. Nee, das ist er auch nicht. Das einzige Problem ist, man kann den natürlich hier über Power on. Ah. So. War aber auch ein Akt. So, jetzt müssen wir das nochmal ausmachen.
So. Und nochmal. So, jetzt haben wir es. Jetzt sitze ich im unteren Turm und jetzt können wir ja mal schießen und dann seht ihr vielleicht, dass der obere mitschießt. Das seht ihr, ne? Also im Prinzip ist das hier. Kommt das in der S4er? Ist das hier auch nochmal so ein Vierfachgeschütz? Der natürlich nicht überall hinschießen kann. Wenn ich da hinschieße, kann der obere nicht ganz mitschießen, ne? Ihr seht das. Und umgekehrt, der obere kann an Stellen schießen, wo der untere nicht hinschießen kann. Ja. Also ordentlich wumsen. Man kann also 4, 5, 6 Leute. Warte mal. 4, 5, 6 und den Piloten 7 Leute kann man hier beschäftigen. Was natürlich eine hanebüchene Sache ist. Und jetzt können wir mal, bevor ich. Ne, können wir leider nicht. Wir können uns die Waffen nicht genau angucken, welche Größe sie haben. Das wurmt mich jetzt irrsinnig. Aber was wir jetzt natürlich ausprobieren, ist, wir fliegen mal. Mit der Hauptwaffe, das waren ja gar nicht die Hauptwaffen. Wir fliegen mit der Hauptwaffe mal ein paar Bomben abschmeißen. Ne, da wollte ich nicht hin. Haben wir hier irgendwo eine Möglichkeit? Was ist das für einer? Ist das wenigstens auf der anderen Seite? 210. Ne, das sind alles. Die sind alle hier auf der. Machen wir das mal so. Fliege ich mal runter. Wie weit mag es sein? Aber echt nichts auf der anderen Seite. Ich will die bei Tag abwerfen. Andererseits, komm, wir können die auch bei Nacht abwerfen. Ich habe noch nie Bomben abgeworfen. Ich mal ausprobieren. So, einmal rund. Fragt man sich natürlich, was hat ein Bomber denn in Star Citizen bisher für eine Bewandtnis? Was macht man damit außer nichts? Und da kann man natürlich sagen, okay, der Bomber ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn es auch Bodenziele gibt. Also sprich eigentlich nur bei Jump Town, um die Spieler dazu zu belästigen. So, aber ich denke mal, das wird sich später noch ändern. Jetzt Bunkermission könnte man damit machen, glaube ich. Also ich glaube, die Bombe hat so eine große Durchschlagskraft. Ich glaube, damit triffst du teilweise in Bunkern, zumindest haben das Leute geschafft, in Bunkern und Höhlen die Ziele. Vielleicht ganz witzig. So, was wir jetzt ausprobieren, ist Folgendes. Ich fliege mal ein bisschen langsamer. Schalt mal auf die Bombe. Und frage mich jetzt, wie das funktioniert. Weil ich habe ja jetzt hier ein Ziel. So, da könnte man natürlich, jetzt haben wir 4 Bomben, wie funktioniert das? Jetzt habe ich schon eine ausgelöst, die ist schon runtergefallen. Wo ist sie? Ich guck mal runter. Hallo Bömpchen, bist du irgendwo? Ich sehe sie nicht. Da ist sie. Gute Reise. Bin ich hoch genug? Weiß es nicht. Bömpchen. Kuckuck. Heidelinde. Hallo? Wo sind wir? Na, sie fällt noch. Jetzt ist sie weg. Hat nicht so gut geklappt. So, ihr seht da ist jetzt, das ist das Ziel, ne? So, ich mach mal aus. Ich falle nämlich ganz. Also im Moment hat es noch nicht so geklappt. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie das mit den. Irgendwie konnte man so ein Ziel auswählen. Ich fliege mal ein bisschen tiefer und guck mal. Ah, okay. Jetzt haben wir hier quasi den Zielmarker.
Und jetzt können wir ja mal... Okay, verstehe das Prinzip, glaube ich. Nee, eigentlich verstehe ich es noch nicht. Er zielt... Ich gucke immer genau dahin, wo ich ziele. Jetzt können wir ja nochmal... Können wir nochmal in die Optionen gucken. Controls. Nee, Keybindings. Sondern könnte man sagen, Toggle Missile Mode. Dynamic, Increase, Decrease, Mining, Launch Missile, Fire Mining Layer, Cycle Weapon, Switch Mining Laser. Nee, wie das mit der Bombe funktioniert, ist mir noch so ein bisschen unklar. Im Moment habe ich sie beim Knopfdrücken einfach abgeschmissen. Könnten höchstens mal da nochmal reingucken hier. Hier. Turret Movement Vehicle Weapons. Missiles. Vielleicht bei Missiles. Number of Missiles. Ah, Toggle Desired Impact Point. Aha! Toggle Desired Impact Point Hold. Aha. Okay, das macht die Sache schon interessanter. Ich gucke mal, wie es funktioniert. So, wenn das der Desired Impact Point ist, und ich sage mal... Mhm. So, und wenn ich jetzt fliege, dann, ja, dann ändert er sich nicht. So, und wann muss ich abwerfen? Ach, da kommt der Marker. Seht ihr, der wandert jetzt nach oben. Das heißt, jetzt müsste ich abwerfen. Und zwar jetzt. So. Wo ist das Ding hingefallen? Da ist sie. Seht ihr sie? Ist die Frage, wohin fliegt sie? Kuckuck. Ich sehe es nicht. Noch sehe ich nichts. Meine Bomben funktionieren nicht. Ich schieße mit nix. Was ein bisschen traurig ist. Außer Spesen nichts gewesen. Außer Spesen nichts gewesen. Warum funktioniert das nicht? Funktioniert die nur in einer bestimmten Höhe oder? Aber okay, wir haben das Prinzip rausgefunden. Bin ich in einer No-Fire-Zone? Nee, bin ich auch nicht. Kann man mehrere abwerfen? Man kann mehrere abwerfen? Das sollte man nicht tun, glaube ich. Okay. So, ich probiere es nochmal. Nee. Da so. So. Und jetzt seht ihr, jetzt kommt gleich der Punkt, wann ich abwerfen muss. Bin gespannt. Vielleicht muss man auch näher dran sein. Ja, kommt da? Flip. Und Abwurf. So, jetzt gucke ich mal. Ist er gefallen? Da ist er. Da links ist er. Da fällt sie. Seht ihr sie? Ich sehe sie noch.
Hui, ich würde mal sagen, das war eine. Vielleicht muss man auch eine bestimmte Nähe zu dem Ding haben. Vielleicht wird das sonst einfach nicht gerendert. Das kann natürlich sein. Okay, Prinzip ist klar. Also ich weiß nicht, ob die anderen nicht funktioniert haben, die ersten beiden. Wir machen mal noch einen Flug. Ich gehe mal ein bisschen höher und schau mal, ob das vielleicht an der Höhe liegt. Eine haben wir noch. Ein Bömpchen haben wir noch. So. Jetzt Nase runter. Da möchte ich mal hinzielen. Ne, da hat er es nicht gemacht, aus irgendeinem Grund. Und... abgeschmissen. Wo ist er? Das Bömpchen? Da unten. Ihr seht sie. Hui! Vielleicht bin ich ein bisschen dicht dran. Mal gucken. Bömpchen! Ja, Vollingen! Hat alles noch gut geklappt, würde ich mal sagen. Huch, da kommen Brocken angeflogen. Ich hoffe, das ist nur Deko. So, also interessant. Wollen wir mal gucken, was das Ding kostet, also was diese Bomben kosten. Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, also wie gesagt, eigentlich schon recht cooles Schiffchen. Wenn man bedenkt, was die für Kanonen und was die für Bomben an Bord hat. Allerdings natürlich auch ein stolzer Preis. Da müssen wir hin. Ich lande jetzt mal und ich werde das nicht kaufen. Also ich werde das Ding nicht restocken. Aber ich werde mal gucken, wie teuer das ist. Ich habe nämlich den Verdacht, das könnte teuer sein. 4 Bomben haben wir rausgeschmissen. 2 sind, keine Ahnung, entweder nicht explodiert oder ich war zu weit weg. Kann natürlich sein, dass man aus Performancegründen sagt, okay, wir rendern ab 2 Kilometer nichts mehr. Sonst ist das zu performance-lastig. So, wir sind da. Wir wollen eigentlich nach Everest Harbor. Lass mich raten, da komme ich jetzt von hier aus nicht hin. Ja, habe ich mir gedacht. Das heißt, wir müssen mal irgendwo rumfliegen. Zum Beispiel da so. Der ist in Ordnung, denke ich mal. Das Schöne ist halt, dass dann wirklich jeder von den 6 Spielern was zu tun hat. Nicht zum Beispiel wie in einer Hammerhead. Jeder sitzt ja an einer Knarre. Also auch der Pilot, möchte ich damit sagen. So, können wir jetzt dahin fliegen? Der Pilot hat ja auch Wumsen zur Verfügung. Und Bomben vor allem. Nein, da können wir immer noch nicht hinfliegen. Herr im Everest Harbor, da will ich hin. Geht das nicht? Doch, jetzt geht's. Okay. Da lang. Zip. Ja, und ich werd mal zusehen, dass wir vielleicht diese A2 hier mal zu dem Xenos-Red-Event Gassi führen. Das ja für euch schon angefangen hat, für mich noch nicht. Für mich fängt es erst morgen an. Aber... würde ich gerne mal ausprobieren. Ich würde natürlich ungern Bomben auf Raumschiffe schmeißen, aber zumindest eine vollbesetzte A2 muss schon recht cool sein von den Kanonen her. Wie schnell ist die eigentlich? Mal kurz Schub geben. Oh je, sie ist langsam. Sie ist langsam. Okay, halt an. Ich will ja nur gucken, wie viel sie... das kostet. 4 Bomben, wohlgemerkt.
Also den Preis, den wir dann gleich sehen, müssen wir durch 4 teilen. So, einmal bitte andocken. Please proceed to assigned landing bay. Ja, ja. Da natürlich dran vorbeigeschippert. Fahrwerk raus. Sicherheitshalber wie heißen sie? Die Senkrechtstarter-Triebwerke anschmeißen. Lasst mich rein! Der Papa will rinnen. Könnte ein bisschen enge werden. Ja, quietsch schön Joystick. Fein machst du das. Hinein. Hinein. Bin ich gerade mittig? Ich glaube ja. Anhalten! Das Ding jetzt hier landet? Bin mir nicht sicher. Hör auf mit dem Kinn da! Nase hoch! So, jetzt sitzt er. So, jetzt gucken wir mal nach, was der Spaß kostet. 4 Bomben. Ja! Also, würde sagen 10.500 eine Bombe, ne? 10.500, dann haben wir 42.000, ist eine Hausnummer. Ist ähnlich wie die Torpedos von der Retaliator bzw. von der Eclipse. Kaufe ich jetzt nicht, könnt ihr euch sparen. Auch der Treibstoff ist ein bisschen teuer gewesen dafür, dass ich nur einmal hin und her geflogen bin. Also das Ding ist nicht so ganz billig. Da haben wir gerade 50, quasi, wenn man so will, sind wir hier schon in die Nähe von 50.000 gekommen. Und, ja. Das ist eine Hausnummer. Dafür, dass wir nur ein bisschen rumgeflogen sind. Na gut, und knallfrische abgeschmissen haben. So, ansonsten, nur ein ganz kurzer Durchgang, aber ich glaube, das habt ihr alles schon mal gesehen. Hier, die, wie gesagt, die Turrets. Dann haben wir neben den Turrets ist eine hübsche Armory. Hier. 8 Waffenracks, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Kann man sich also quasi noch als Sturmtrupp ausrüsten. Ist also ein richtiges Kriegsschiff. Oder? Und auf der anderen Seite, wenn man noch bedenkt, dass da unten noch 2 Panzer reinpassen, ne? Auf der anderen Seite, dann haben wir auch 8 Betten. Jawohl. Kann man sich auch nochmal verlustieren. Also ich würde mal sagen, es ist ein 6- bis 8-Mann-Schiff. Ne wahr? Ja, das nur so als kleiner Ausflug, weil ich es unbedingt mal ausprobieren wollte mit der A2. Und ich denke mal, wir sehen uns dann wieder zum Xenos Red Event mit der Crew. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi.